Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Standardmäßig wird bei eurem Google Pixel 6 eine automatische Helligkeitseinstellung aktiviert. Das bedeutet, wenn es heller wird, verändert sich das Display und wenn es dunkler wird, verändert sich es auch. Es kann aber auch sein, dass euch diese Einstellung nicht gut gefällt und deswegen könnt ihr selber bestimmen, ob diese automatische Helligkeitseinstellung aktiviert oder deaktiviert ist. Wie das genau auf eurem Google Pixel 6 funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! So, dann schauen wir uns mal gemeinsam an, wie wir die automatische Helligkeitseinstellung des Google Pixel 6 deaktivieren können. Wir hier bei AI Tipps und Tricks schalten sie grundsätzlich aus, weil wir natürlich ein helles Display brauchen, um für euch die Videos zu machen. Aber auch sonst ist es natürlich so, dass diese automatische Helligkeitseinstellung ein Schätzwert, eine Programmierung ist von dem Gerät. Das heißt, das Gerät kann natürlich nicht darauf achten, wie gut ihr das Display ablesen könnt, wenn es mal etwas dunkler ist oder etwas heller. Das heißt, es stellt es einfach so ein, wie es denkt, dass es in Ordnung ist. Und ich selber habe schon das Gefühl, dass ich es doch lieber etwas mehr mag, wenn das Display heller ist. Von daher schalte ich meistens diese automatische Helligkeit grundsätzlich ab. Wie wir das beim Google Pixel machen, zeige ich euch jetzt. Wir gehen hier einmal zunächst in die Einstellungen. Und wenn wir bei den Einstellungen sind, dann gehen wir auf den Punkt Display. Und hier direkt bei Display haben wir, wie ihr seht, aktuell Helligkeit 100%, die automatische Helligkeit ausgeschaltet. Wenn ich sie einschalten will, und das wird wahrscheinlich standardmäßig bei euch sein, dann können wir das hier einmal einschalten und dann wird die automatische Helligkeit ganz normal funktionieren. Die automatische Helligkeit hilft natürlich auch, Akku zu sparen. Wenn ihr das Ganze ausschaltet und ihr habt eure Helligkeit bei 100%, dann geht natürlich der Akku schneller leer. Das ist klar. Für mich ist das ein Kompromiss. Ich sage, es ist absolut in Ordnung, wenn die automatische Helligkeit aus ist. Aber das könnt ihr dann so einstellen, wie ihr es möchtet. Ja, das war's dann auch schon für dieses Video. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Wenn ja, dann gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.